Und wir vertiefen das Thema. Bei mir im Studio ist Julius Vandala, Kampagnen- und Strategieberater. Schön, dass Sie da sind. Ja, das war ja ein 2 gegen 1, eine Front gegen die Union, gegen Armin Laschet, das Sie wie bewerten? Ich glaube, es war durchaus energisch, aber vor allem eben auch inhaltsreich. Es sind endlich mal das, was so oft gefordert wurde, wirklich Themen behandelt worden. Egal, ob es Klimaschutz war, aber vor allem eben auch im ersten Block das Soziale und soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze. Ich glaube, da haben wirklich Leute, die noch unentschlossen waren, und das sind ja immerhin 40%, wirklich noch mal was mitnehmen können und auch gesehen, wo die Unterschiede der Kandidaten sind. Bei Annalena Baerbock hatte man so das Gefühl, dass sie irgendwann dann doch zu sehr verbal umarmt wurde von Olaf Scholz. Und dann hat sie doch ausgeteilt, auch in Richtung SPD. Ja, insofern, ich finde, die Charakterisierung 2 gegen 1 trifft auch nur halb zu. Es gab schon ein paar Punkte, wo sie auch gesagt hat, Herr Scholz, da zum Beispiel eben auch beim Klimawandel, da sind wir einfach auch einer unterschiedlichen Meinung, beziehungsweise auch, wie der Klimawandel bekämpft werden muss. Insofern, ich finde, es gab schon auch eine Diskrepanz. Und ich glaube, da war auch eine Strategie dahinter von den Grünen und von Annalena Baerbock, die ja in den letzten Triellen immer wieder so ein bisschen untergegangen sind. Und vor allem die Wählerwanderung, die wir auch in den letzten Wochen gesehen haben, dass die Grünen schon auch ein paar Wählerinnen und Wähler an die SPD verloren hat. Das heißt, das Argument, das sie gemacht hat, war ganz klar. Wer Klimaschutz haben möchte, der muss eine Klimaregierung wählen. Und das wird es nur mit den Grünen geben. Und ich glaube, das war eine klare Botschaft an die Parteibasis. Bleibt bei uns, wählt Grün am Wahltag. Und konnte denn Olaf Scholz wieder über all seine Wunden hinwegreden? Wirecard, Cum-Ex und ja heute auch ganz aktuell Finanzausschuss? Ja, Cum-Ex und Wirecard ist nicht wirklich vorgekommen. Und Armin Laschet hat ganz zum Schluss ein cleveres Manöver probiert, als er gesagt hat, ich stelle die Frage nicht selber, sondern ich stelle die Frage an Annalena Baerbock, was sie von Olaf Scholz heute im Finanzausschuss auch erwartet. Und ich finde, das war zumindest eine sehr, sehr charmante Art und Weise, das Thema mit reinzubringen. Und sie hat ja auch gesagt, sie fordert einiges von ihm. Gut möglich, dass am Wahlabend noch gar nicht klar ist, welche Regierungsmehrheit da zustande kommen wird. Da gibt es ja jetzt auch schon Wetten, dass Angela Merkel geschäftsführend Kanzlerin bis Weihnachten oder sogar Silvester sein wird. Ja. Ich glaube, es kann durchaus eine Weile dauern, bis dann eben auch alles sortiert ist, die Sondierungen losgegangen sind, ob es möglicherweise rot die Ampelkoalition geben wird. Rot, grün, rot wäre möglich. Wahrscheinlich wäre auch eine Jamaika-Koalition möglich. Aber ich glaube, das ist noch in ferner Distanz. Heute ist natürlich erstmal aufsehenserregend. Was passiert mit Olaf Scholz? Wie wird er in diesem virtuellen Befragung, in dieser virtuellen Befragung da auch durchkommen? Ich finde es ja ganz interessant, dass er sagt, ich komme eben nicht in den Bundestag. Ich liefere nicht die Bilder, wie ich dort durchs Parlament gehe, dann eben auch befragt werde, sondern er sagt, ich mache das vom Wahlkampfstopp. Ich bin gespannt, ob er es vielleicht einfach so mit dem Handy macht und sagt so, ich werde mich dem nicht hingeben, sondern hole einfach das Handy raus. Zumindest von der Optik her ein geschicktes Manöver von ihm. Mal schauen, ob Sie ihn herbeizitieren. Das könnten Sie auch. Mal schauen, ob es so weit kommen wird. In den USA ist ja immer die Rede von einem Horse Race Journalism. Ja. Also wenn es immer nur darum geht, wer liegt vorne in den Umfragen, wer hinten. Jetzt hast du gesagt, bei diesem Triell ging es aber endlich auch mal um Inhalte. Ja. Ich meine, das, was wir natürlich hier auch immer machen, ausschließlich über die harten Fakten und Inhalte zu sprechen. Nein, natürlich ist es spannend, gerade in so einem spannenden Wahlkampf wie jetzt. Zum ersten Mal seit so vielen Jahren wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie die Bundestagswahl ausgeht. 2017, 2013 und 2009 war es ja zu diesem Zeitpunkt immer schon klar, dass die Union mit Abstand die stärkste Kraft werden wird. Und insofern, klar, wollen wir wissen, wer mobilisiert jetzt nochmal, auf welche Art und Weise hier auf diesen letzten Metern. Und ich glaube, dass es nochmal deutlich knapper wird, weil jetzt wahrscheinlich zumindest könnte ich es mir vorstellen, dass ein paar Unionswähler noch nach Hause kommen, die einfach jetzt hinten raus sehen, Armin Laschet ist vielleicht nicht der Kandidat, den wir uns absolut gewünscht hätten, aber die Vorstellung dann doch rot-rot-grün zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch einige CDU-Wähler, zumindest Stammwähler, mobilisiert. Jetzt haben wir Triell 1, 2 und 3 gehabt. Inwiefern haben sich denn auch die Kandidaten da verändert, verbessert, verschlechtert? Ich glaube, man merkt einfach, wie zu Hause die mittlerweile in ihren Argumenten sind. Es war ja dieses Mal wirklich deutlich inhaltstiefer. Und gerade am Anfang, als es um den Mindestlohn ging, Olaf Scholz hat angefangen mit Respekt, das ja auch das Schlagwort ist, das er immer wieder drauf hat, und dann eben durchgegangen ist und gesagt hat, wir brauchen den Mindestlohn, wir wollen die 12 Euro für 10 Millionen Leute haben. So, das ist ja jetzt mittlerweile auch eingeübt. Und dann kommt natürlich Armin Laschet und macht genau das Gegenargument und sagt, Leute, ihr macht hier so viele Vorschläge, irgendwie müssen wir auch dafür bezahlen. Und dementsprechend brauchen wir eine starke Wirtschaft, wir brauchen Arbeitsplätze. Und ich glaube, da ist schon auch klar geworden, wo die Prioritäten sind. Und es ist ein echter Choice, eine echte Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Polen. Sagt Julius Vandala. Besten Dank für den Besuch und deine Einordnung. Dankeschön.